bitte um den letzten Abschnitt. Nur zu essen, alleine und stumm, unbemerkt und ohne Teilnahme am Geschick des Nächsten, war für die Nation der Piazza San Francesco offenbar zu wenig. Es drängte einen jeden, seine Anwesenheit im Leben, in der Gesellschaft dieses Platzes theatralisch auszudrücken. Und das Essen mehr noch als das Fahren mit dem Moped, das Warten im Café, das Flanieren, das Herunterschauen von den Fenstern, bot ihnen gerade diese Gelegenheit, sich im theatralischen Spiel als Einzelnen und zugleich als Teil, als freie und ungleiche Bürger dieses Platzes zu erfahren. Die Leute in diesem alles anderes prächtigen, von Touristen nur zufällig gefundenen Eck am Rande der Altstadt Neapels waren nicht reich und auch nicht arm, wenngleich sie näher bei der Armut als beim Reichtum zu leben schienen. Und doch war ihnen nicht nur wichtig, was sie aßen, sondern auch, wie sie es aßen. Im Akt des Essens, der in seiner leiblichen Dimension ein höchst individueller ist, erneuerten sie die Zugehörigkeit zum alltäglichen Schauplatz ihres Lebens und also dieses Selbst. Unversehens war der Theaterdirektor an unseren Tisch getreten. Er glänzte im Schweiß, den es kostete, die Kellner in Bewegung zu halten und im lärmenden Getriebe den Überblick zu bewahren. Als wir die geringe Summe, die er für Essen und Schauspiel verlangte, beglichen hatten, zögerte er und bat schließlich ganz Unschlüssigkeit und Bedenken um eine Zigarette. Nach ein paar Zügen legte er die Stirn in Falten und fragte, wie lange wir in Neapel bleiben würden. Wir sagten es ihm, er überlegte kurz und verabschiedete uns mit der Anweisung, morgen pünktlich um 22 Uhr zu erscheinen. Dankeschön. Für mich war die Lesung im Museumsquartier sehr fein, weil ich so das Gefühl gehabt habe, dass das vielen Leuten freut. Ja. Es war sehr sympathisch. Ich möchte so weit gehen, zu sagen, wenn ich es erlebe, komme ich nur mal.